gespannt, wie der Kampf hier ausgehen wird. Es geht um die PBC International Championship. Titelverteidiger ist Herbie Hyde. Aber dieser Nuri Seferi hat sich da einiges ausgerechnet. In Albanien ein wahrer Volksheld. Ist in jeder Fernsehshow zu sehen in letzter Zeit. Und hier gleich flotter Anfang, rechte zum Kopf und Hyde. Dann geht Hyde zu Boden, was er niederschlag und ist er nur ausgerutscht. Der Ringrichter steckt Seferi erstmal in die Ecke. Der kann es gar nicht abwarten und zählt Hyde an. Kalt erwischt, sagt man so, weil auch Seferi ist heiß. Er hält es gar nicht hier in der neutralen Ecke. Und dann rennt er auf Herbie Hyde zu. Wie stark ist er wirklich angeschlagen? Da kann er nicht auch austeilen, wenn Seferi nicht aufpasst. Und dann wieder eine schwere Linke zum Kopf von Hyde. Oi, 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 oi. Deckung hoch, mein Lieber, sonst wäre das hier eine ganz bittere Sache. Sina nicht gewonnen, Hyde. Oh, Hyde steht irgendwie unsicher auf seinen Beinen. Ist das auch die Nachwirkung von diesen schweren Haken? Wieder die Linke. Versucht alles aufwärtshaken, die Rechte. Hyde ist hier wirklich kalt erwischt worden, weiß zurzeit gar nicht so richtig, was er da machen soll. Muss sich erstmal wieder sammeln. Und die Runde geht noch 1 Minute 26. Hyde hat ja vor dem Kampf gesagt, komm Junge, wir machen eines, Winner takes it all, also wer gewinnt, kriegt die komplett Gage. Hat Seferi abgelehnt, aber hat ihn natürlich heiß gemacht. Hat sich die ganze Sache ein bisschen beruhigt, zumindest im Anschein. Gute Aktion ist von Hyde auch mal. Gut, man sehen. Oh, wieder die Linke. Eieiei, da ist aber Dampf drin. Warum setzt er nicht nach? Das ist die große Frage. Riesenaufregung in der Ecke hier von Seferi. Der schaut sich das an und sagt, toll gemacht. Ja, und dann bleibt er stehen und lässt Herbie Hyde wieder zu sich kommen. Sollte man in der Weltklasse nicht allzu oft tun, denn solch eine Chance bekommt man vor allen Dingen auch gegen Herbie Hyde nicht allzu oft. Ja, und die sollen jetzt mal ein bisschen auf das Break aufpassen. Keine leichte Aufgabe für Guido Cavalleri, den Ringrichter, sagt das Freundchen. Bitte fair und nicht nach dem Break hauen. Bringen sich beide noch auf. Ja, da ist richtig Zündstoff drin in diesem Kampf. Sekunden. Hyde muss seine rechte Hand zu mal hochnehmen. Die linke ist mich hier brandgefährlich von Seferi. Letzten Sekunden. Oh, da wird nochmal Seferi durchgeschüttelt. Oh, interessant. Und dieses Urteil von eben. Dabei ist es hier wirklich ein hochinteressanter Kampf. Eine Minute in dieser vierten Runde. Diese Ruhe eingekehrt. Haben wir vorhin schon mal gehabt und plötzlich hat es wieder eingeschlagen bei Herbie Hyde. Macht er ganz geschickt, dass er Seferi lullt er seinen Gegner ein. Und dann ist meistens die Linke. Diesmal war es die Rechte. Nochmal die Rechte.
Nochmal voll durchgekommen, wieder mit der linken. Also dieser Fehl macht es wirklich hier ausgezeichnet und ganz geschickt. Gang zurückgenommen, ein Schweizer. Sollte ich den Fehler machen, irgendwie Heiter wieder aufzubauen, aber schon kracht's wieder. Diesmal die rechte. Nochmal die rechte, hart durchgekommen. Der Probleme mit diesem Nubi Seferi. Man wollte ja eine komplette Gage alles auf eine Karte setzen. Vielleicht ist er froh, dass er es nicht gemacht hat. So, bleiben wir mal hier in Ankara. In dieser wirklich sehr schönen Halle. Müssen noch ein bisschen mehr machen. Die nächste Runde, dann wäre die Sache mit Sicherheit unter Dach und Fach. Mit klaren Treffer landet der Albaner mit dem Schweizer Pass. Hinterkopf dabei. Da muss er schon reingehen, der Ringrichter. Eigentlich müsste Herbie Hyde sehen, aber so wie er boxt, wie sein Stil ist, mit den hängenden Fäusten, da schlägt es natürlich häufig ein. Ja, beide pfeifen ja wirklich aus dem letzten Loch, muss man sagen. Ja, dann müsst ihr nachsetzen, Herbie Hyde, entschlossener. Ist halt auch zwei, dreimal durchgekommen, lässt dann aber auch bei sich bewenden. Und nochmal ein harter Treffer auch von Seferi. Die Schlussrunde kann sie nochmal sehen, das muss man sagen. Da packen sie nochmal alles aus, was sie in den Fäusten haben. Die Rechte von Herbie Hyde, da fällt mancher. Seferi vielleicht zu müde, bleibt stehen. Tapst jetzt da auf Hyde zu, wird ein bisschen geklammert und dann ist die Sache ja gleich vorbei. Und auch jetzt müssen wir abwarten, wie sich hier die Kampfrichter, die Punktrichter entscheiden. Esa Letosari, Robin Dolpierre, Roger Tillemann. Könnte ein schwarzer Boxabend werden für Arena Box Promotion. Stieglitz, ich denke, zwei hochinteressante Boxkämpfe und ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Aber jetzt warten wir auf das Urteil. Blue Corner, Mavikashe, Herbie Blue Corner hat gewonnen, Herbie Hyde, muss ich auch mal gucken, ob er da wirklich aus der blauen Ecke gekommen ist. So ganz fassen konnte er es vielleicht selber nicht. Also ein glücklicher Sieg für Herbie Hyde mal wieder.